Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno und der Andrea Meier. Wir gehen heute auf ein Bauernbähnli. Bauernbähnli, das heisst Bäuerbähnli, Thomas. Ja, das hat so einen starken Zürcher Einschlag gehabt. Also wie es tönt, wie es richtig tönt, das werden wir heute noch erfahren. Okay, say hello or cheers. Eins wird schnell klar. Auf der Titlis, dort wo täglich Scharen von Touristen anreisen, gehen wir heute nicht. Die Entscheidung steht fest. Wir wandern heute auf die Alp Zingel. Thomas, weißt du noch, wo du durch? Keine Ahnung. Oh, das aber kann wir ja heiter werden. Gut. Das ist ja nett, die junge Frau, die kann uns auch weiterhelfen, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Karten und GPS sind zwar eingepackt, aber wo es durchgeht, wissen die Einheimischen immer noch am besten. Und schon gleich werden wir von einem Naturparadies überrascht. Der Engibach macht einen idyllischen Eindruck, aber bei Unwetter kann er auch zu einem tobenden Ries werden. Seine Unberechenbarkeit macht den Bauern immer wieder mal zu arbeiten. Was uns aber richtig tief beeindruckt, ist das Insektennaturparadies, das uns nach dem ersten Waldabschnitt begegnet. Wow! Ich komme da fast nicht mehr weg und staune, wie nah und friedlich alles nebeneinander summt und schafft. Alp Zingel ist noch weit weg und ich weiss gar nicht, wie wir heute noch ankommen wollen bei so vielen schönen Motiven. Aber schon wartet die erste Herausforderung. Ein geladener Draht zieht sich durch den Wanderweg. Und die Kühe hat es dann auch noch aufgeweiht. Das finde ich auch nicht lässig. Hat es dir eins gefitzt? Ja. Ehrlich? Das ist geladen. Was machen wir? Drüber springen? Ja, ist noch ein hart mit Anlauf vorne. Ich glaube auch. Also ohne durchkriechen. Ich glaube auch, oder? Ohne durch ist die sichere Variante. Okay, gut, dann filme ich dich da, filmen, wie du das machst. Ist ja eigentlich keine Sache. Und Kühe haben wir zum Glück auch nicht angetroffen. Beim Gang durch den Wald entspanne ich mich wieder. Während dem Aufstieg sind wir lange allein und geniessen die Natur. Dann treffen wir auf den Alpwart. Vor gut zwei Jahren hat Tom Christen beschlossen, den stressigen Geschäftsalltag hinter sich zu lassen. Wir sind jetzt gerade per Zufall auf sie gestoßen. Das ist schön. Sie sind der Alpwart von der Alp Zingel. Was macht denn jetzt die Alp Zingel so besonders für Sie? Die Ruhe hier oben. Die Ruhe, die man eigentlich hat. Wir haben keine Strassenanbindung, nicht. Also Autoverkehr haben wir keinen. Wir haben sämtliches Material, das wir brauchen zum Leben, das wir so mit dem alten Militärbändchen hier aufführen. Und das, was einfach schön ist, ja, man ist allein hier oben. Und das gefällt einem. Das glaube ich, dass die Stille etwas Besonderes ist. Und wenn man dann wieder runterkommt, nur schon auf Engelberg, dann muss man sich wieder an den Lärm gewöhnen. Ja, Augen zu und durch. Ja, wirklich? Ja, das ist halt, ja, man ist sich auch gewöhnt dort. Auch die haben ihr Leben dort. Und im Winter sind wir ja sowieso alle in dieser Masse noch rein. Aber wohlfühlen tun wir uns eigentlich nicht so. Oben angekommen werden wir von einer freundlichen Vierbeinerin begrüßt, der Eselin Gwendolin, die zu den Besitzern der Alphütte gehört. Sie lebt mit einem grandiosen Blick auf Engelberg, auch wenn ihr der wahrscheinlich egal ist. Wir hingegen werden ganz still. So schön finden wir es hier oben. Alles, was man noch hört, ist der sogenannte Viehhüter. Er tickt still und einsam in die Nacht hinein.
Der Morgen ist frisch und genauso auch die Morgentoilette, die draussen stattfindet. Der Thomas merkt gleich, in seinem Badzimmer ist er nicht allein. Ganz klar, der Pippi Langstrumpf hätte es da auch gefallen. Währenddessen spitzt der Haushund Lea die Ohren. Sie weiss, dass heute noch ein Bändchen ankommt mit einer vielleicht interessanten Ladung. Die Alpwartin Conny überwacht die Fahrt und schaut, dass alles gesichert ist. Mit dem Bändchen wird das Essen und allerlei transportiert. Strassen gibt es da oben nämlich nicht. Geduldig wartet Lea auf den Transport, während im Haus schon mal zu Morgen gegessen wird. Das lange Warten hat sich gelohnt. Jetzt ist die Bähnli-Ladung angekommen, allerdings ohne Hundeleckerli. Bevor es losgeht, geniessen wir noch mal das außergewöhnliche Badzimmer, das es so auf der ganzen Welt nicht zweimal gibt. Wir schauen noch ein letztes Mal auf Engelberg, bevor es in die nächste Magerwiese eingeht. Es gibt hier sehr viele Wiesen mit einer grossen Biodiversität. Dann gibt es auch Seen wie hier den Luthersee, der zu einer spontanen Idee einlädt. Hast du Spaß, was dabei? Ja, klar, immer. Cool, auf geht's! Nach einem kühlen Bad laufen wir Richtung Eggedössli. Dort wartet ein Bauernbändchen in einer fast unscheinbaren Scheune. Gehen wir mal rein schauen. Tust du ein Bändchen fahren? Ich bin jetzt der Bahnmeister für heute. Okay, gut. Mal schauen, ob er das kann. Genau ein Bändchen hat es, und zwar ohne begleitenden Fahrer. Der Thomas ist begeistert, ich hingegen bin auch nicht sicher. Jawohl, wir sind drin, Gepäck auch, die Türen ist zu. Es ist eine rasante Fahrt, wo man alles zusammenheben muss. Nichts Neues für die Bäuerin Betli, Besitzerin dieses Bauernbändchen. Also Betli, jetzt sind wir mit dem Bauernbändchen oben runtergekommen. Sage ich das eigentlich richtig? Bauernbändchen? Ja, das stimmt schon. Ja, das ist schon richtig. Wie viele Leute brauchen das Bähnchen im Jahr? Ja, das ist verschieden. Im Winter gibt es manchmal gar nicht viel, je nach Wetter. Und Schneeverhältnis, ja. Muss immer alles zusammenstimmen. Sonst kann man niemanden rufen lassen. Ja. Man hat jetzt grosse Verantwortung. Was machen die Leute, die im Winter hier raufkommen? Die gehen mit den Schienen, machen Skitouren auf den Salistock. Ja. Oder Schneeschuhe wandern, Salistock. Ja. Ja. Fast täglich kommt das Bädchen Anrufe über für Bauernbändchen-Transport. Ja, hallo? Könnt ihr einsteigen? Ist gut. Mit dem Bändchen-Leben ist sie praktisch aufgewachsen. Ein Leben ohne ihr Bändchen kann sie sich nicht vorstellen. Eine Fahrt mit einem Bauernbändchen ist auf jeden Fall ein Abenteuer wert. Und wer keine Lust hat, der entscheidet sich dann vielleicht für eine andere Variante wie die zwei Gleitschirmflüger. So oder so, die wunderbare Aussicht bleibt für alle gleich.